FOMO, die Angst, etwas zu verpassen. Dauerbenachrichtigungen, Anrufe, Erinnerungen. Noch nie waren wir so informiert und auf dem neuesten Stand. Warum also? Hey, Rafi, kennst du das? Hallo, Nicola. Alles klar? Ja, schau mal. Die Generation vor uns schaffte es noch durch den Tag, ohne zu telefonieren oder Nachrichten zu versenden. Sind wir mittlerweile derartig abhängig von der Interaktion mit Maschinen? Ah, schau mal. Was ist mit unserem Privatleben? Weiß nicht, schau mal. Darf ich vorstellen, Nicolas Wong? Er wird versuchen, diese Frage zu beantworten. Ich? Ja, du. Okay, leiden wir alle unter FOMO? Machen wir uns doch ein Bitz. Dina, what is it? It's nobody. Everyone must be hanging out somewhere else. Guess you're missing out. Hinter dieser Abkürzung, die wie ein Schimpfwort klingt, versteckt sich ein echtes Problem. FOMO steht für Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Der Begriff entstand vor rund 10 Jahren. Die Angst, dass sich das eigentliche Leben woanders abspielen könnte, ist also scheinbar nicht neu. Ich glaube, FOMO gibt es schon sehr lange. Also vor allem seit es die populären Medien gibt, wie Radio oder Fernsehen. Viele sind dann haben ihre Lieblingsfernsehsendungen unbedingt am Sonntag um 20.15 Uhr sehen müssen und hatten Angst, diese zu verpassen. Also deshalb glaube ich, es war nicht das Internet, was FOMO hervorgebracht hat, sondern es hat wirklich FOMO einfach nur noch stärker gemacht, weil seit dem Internet bekommen wir alle Informationen, Radio, Fernsehen in einem, jederzeit und mittlerweile dank Smartphones und mobilem Internet auch egal, wo wir sind. Ein Feed, der rund um die Uhr aktualisiert wird. Ein Nerdtraum wird Wirklichkeit. Sorry. It's okay. In Science-Fiction-Serien sieht man künftige Gesellschaften bekanntlich schon länger als Dauer vernetzt. Do you always look at it encoded? All I see is blonde, brunette, redhead. Diese Dauervernetztheit kam in den 70er und 80er Jahren auf. Damals erfreuten sich Kinder an Walkie-Talkies und CB-Funk. Ben, it's 3 o'clock in the morning. This better be good. Aber warum wurde aus dieser Begeisterung eine Furcht? Es ist sowohl eine Furcht als auch die Suche nach einer Art Genuss. FOMO beinhaltet auch, dass wir Angst haben, etwas zu verpassen, das scheinbar gut für andere ist, also somit auch für uns. Man findet es vor allem bei Menschen, die mit ihrem Leben nicht unbedingt zufrieden sind und sich deshalb immer mehr an den anderen orientieren. Dadurch werden sie immer frustrierter und die Unzufriedenheit nimmt ständig zu. Am Anfang dieses Phänomens steht die Reizüberflutung. Die Unbegrenztheit an Informationen in sozialen Netzwerken bringt eine erdrückende Zahl an Möglichkeiten mit sich, unter dessen Last das Opfer erstickt. Sich zu entscheiden wird zu einer Herausforderung. Die Angst, etwas zu verpassen, bewirkt eine Angst vor falschen Entscheidungen und mündet in einer Frustration, die pathologisch werden kann. Das führt mit der Zeit zu einer Reizbarkeit, einer Art Unzufriedenheit. Die Folgen sind verstärkter Konsum von Zigaretten und Alkohol und langfristig eine verstärkte Unzufriedenheit. Zu Reizbarkeit, die zur Dysphorie werden kann. Also einer Unzufriedenheit, die immer stärker wird und in einer depressiven Stimmung enden kann. Diese körperlichen Symptome als Folge von virtuellen Reizen erinnern uns an die bekannte Nerd-Weisheit, nach der man, wenn man im Spiel stirbt, auch im echten Leben ins Gras beißt. Ist FOMO also Sinnbild dafür, dass das Virtuelle immer organischer wird? Nee.
Als mit Beginn der 2010er Jahre die Erreichbarkeit immer erschwinglicher wurde, entfalteten die sozialen Netzwerke ihre volle Macht und warben mit unzähligen Fotos von paradiesischen Orten oder neuen Kochrezepten. Ein unerträglich hedonistischer Druck für all die, die sich als Gefangene ihres Alltags fühlen. Freud unterschied das S, die Triebe, und das Über-Ich. Durch soziale Gesetzmäßigkeiten und Gewohnheiten zügelt der Mensch seine Triebe, damit er sozial akzeptiert wird. Er entwickelt sein Ich, seine Persönlichkeit. Heute kann man vielleicht noch das virtuelle Ich hinzufügen. Also das Bild, das man von sich selbst geben möchte. So wie in den sozialen Netzwerken. Dort zeigt man nur das Beste von sich. Das virtuelle Ich verselbstständigt sich und nimmt immer mehr Raum ein. Es hat sich vom realen Ich weit entfernt. Mit dem Eintritt in die sozialen Netzwerke begeben wir uns ungewollt auf die andere Seite des Spiegels, in die künstlichen Welten anderer Menschen. Unsere Erinnerungen leben heute als Feeds. Unser Gehirn wird durch einen Server ersetzt. Hashtag so stuffed. Hashtag couldn't even eat another bite. Hashtag blessed. FOMO ist ein Zeichen dafür, dass die Grenzen zwischen echtem und virtuellem Leben immer mehr verschwimmen. Unsere Persönlichkeit verändert sich durch Likes und Retweets. I was on video the whole time, guys. Ich glaube, für besonders die jüngere Google-Generation sind die sozialen Medien extrem wichtig und auch ihre Online-Personas, die sie kreiert haben. Ich würde sie noch nicht mal unbedingt Fake nennen, sondern für diejenigen, die so viel Wert darauf legen, ist das real. Also für diejenigen, die immer wieder neue Fotos bei Facebook posten müssen und darauf warten, dass ihre Freunde auf Like drücken oder Angst haben, neue Fotos anderer zu verpassen. You want a cookie with that? It's on the house. Sounds awesome. Die sehen das als Realität. Sie sehen das gar nicht als irgendwie gestellt oder falsch. See you tomorrow, JJ. See you, Lacey. Künftige Generationen werden schon mit dieser Informationskultur aufwachsen. Der technische Wandel durchdringt immer mehr Lebensbereiche. Daraus entsteht unser Bedürfnis, noch tiefer in virtuelle Welten einzutauchen. Processing 544,628 life hours. Ist FOMO nicht ein Zeichen dafür, dass die Maschinen uns beherrschen? Werden wir nicht mehr nur technologisch determiniert, sondern gar instrumentalisiert? Tragedy. Wedding. Masturbation. Der technologische Determinismus heißt also, dass Technologie eine autarke, selbsttreibende Kraft ist, die sich selbst entwickelt und die uns sozusagen und unser Leben kontrolliert. Andererseits haben wir aber natürlich auch die Auswahl. Also Instrumentalismus besagt, dass wir unsere Umwelt kontrollieren, in dem Fall die Technologie. Bei uns in der heutigen Gesellschaft, bei FOMO, so ein bisschen von beidem zutrifft. Also wir lassen uns, weil es relativ einfach ist, von der Technologie kontrollieren. Wir haben aber trotzdem noch die Wahl zu sagen, nee, heute schalte ich das Telefon aus. FOMO ist nicht nur gefährlich, sie macht auch grundlegende Veränderungen in unserer Gesellschaft sichtbar. Weil man den Fortschritt nicht anhalten kann, erscheint selbst das Abschalten nur als kurzfristige Lösung, um den Ängsten zu entkommen. Where are we, man? I don't know, man. I don't even know what city we're in. Look out! Die neu entstehende Kultur muss also selbst Regulationsmechanismen entwickeln. World leaders are declaring a global state of emergency until the app situation can be resolved.